Der Weg aus Angst heraus geht immer durch die Angst hindurch. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn du Angst hast, vor Menschen zu sprechen, musst du vor Menschen sprechen. Wenn du Angst hast, vom 10-Meter-Turm zu springen, musst du vom 10er springen. Der Weg aus Angst heraus geht immer durch die Angst hindurch. Ihr wartet jetzt alle darauf, dass etwas passiert. Wisst ihr was? Darauf wartet ihr schon euer Leben lang. Bis dann ein paar Momente kommen, wo euch bestimmte Lieder in den Kopf kommen. Take My Breath Away, wenn ihr das erinnert aus Top Gun. Ich möchte euch einen solchen Satz, eine solche Geschichte erzählen, ein solches Ereignis, weil das, wenn du das verstanden hast, hast du eigentlich den Vortrag schon verstanden. Pebble Beach, Kalifornien, Big Sur, Sonnenuntergang, Nebensaison. Ich stehe völlig allein am Pazifik, der Blick geht weit übers Meer, Pazifik, Pazifist, Silence. Diese Stille wird kurz gestört durch das Geräusch eines VW-Motors. Ich gucke mich kurz um, blaues, altes Käfer Cabrio, wunderschönes Auto, steigt ein Mann aus, ein richtiger Mann. Konnte ihn nicht sofort genau erkennen. Ich nehme es vorweg, Robert Redford. Der stand dann so 10 Meter schräg vor mir und wir erlebten exakt dasselbe, diese lange Dünung des Pazifik, wer das jemals erleben durfte. Und wie so oft im Leben hast du dann plötzlich ein Lied auf den Lippen. Immer wenn du völlig entspannt bist. Und dann, das kam mir plötzlich so, es war überhaupt nicht intendiert, habe ich von Simon & Garfunkel leise gepfiffen, Sound of Silence. Nicht lange, 20 Sekunden. Der schaute sich um, ich wusste ja noch nicht, wer das ist. Die Sonne war jetzt untergegangen, er wollte zurück zum Auto, stoppt kurz nach ein paar Schritten, kommt zu mir. Ich sehe in strahlend blaue Augen, jetzt habe ich ihn erkannt. Nickt mir nur zu, ein tiefes Verständnis, sagt kein einziges Wort, legt seine Hand auf meine Schulter und geht. 20 Jahre danach. Sundance, Provo Canyon, das Sundance Resort, das gehört Robert Redford. Er wohnt oben am Berg in einem Holzhaus. Er kommt abends öfter runter in diese kleine Westernbar, die er dort eingerichtet hat für seine Gäste. Mit seiner Frau, Hamburgerin, sie kommt direkt auf uns zu, die beiden. War gar nicht zu verhindern. Ich sprach sie auf Deutsch an. Sie freute sich, mal wieder eine deutsche Stimme zu hören. Und ich spürte seinen Blick. Hochintensiv. Er sagte kein Wort. Und das war so dieser Blick von, dich kenne ich. Ich kenne dich. Nur ich weiß nicht, woher. Und dann erwiderte ich seinen Blick und sagte nur zwei Worte. Oder drei. Sound of Silence. Da lacht er, kommt wieder zu mir, legt wieder so die Hand auf die Schulter. You got it, man. 20 Jahre. Was sagt das? Wenn du merk-würdig sein möchtest, wenn man sich an dich erinnern soll, dann muss es eine hochgradig emotionale Besetzung zu deiner Person geben. Person streiche ich, das ist kommt vom lateinischen persona und das ist die Maske. Ja, ich stimme zu, die sollte man unbedingt entwickeln, damit du da ankommst, wo du bist. Wer du bist? Du selbst. Wenn du so willst, Persönlichkeit, Synthese, nicht Analyse, weil die trennt. Es gibt von Henri Thoreau ein Buch, Walden or Living in the Woods, und darin kommt eine wunderbare Zeile vor. Zwei Wege boten sich mir im Wald, ich nahm den weniger betretenen, die berühmte Road Less Traveled. Wenn du selbstständig sein willst, nicht dich selbstständig machen, was völlig anderes, das kann jeder, aber auf dem selbstständig sein, ich bin ein großer Freund von der Bedeutung von Worten, dann braucht es etwas völlig anderes. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Könntest du dein Leben in einem einzigen Wort nennen?
der sich wie ein roter Faden durch dein Leben zieht. Das sag bitte deinem Nachbarn zum Linken ins Ohr, alle, die am Ende sitzen, dem rechts davon. Dein Leben in einem einzigen Wort. Auf geht's. Ein Wort. Okay. Nenn bitte deinem Nachbarn jetzt ein Tier zu Lande, in der Luft und im Wasser. Irgendein Tier. Dein Lieblingstier. Zweite Aufgabe. Zu Lande, in der Luft, im Wasser. Auf geht's. Okay, stopp. Wenn dein Nachbar ein Rudel oder ein Schwarmtier genannt hat, Achtung, du sitzt nicht neben einem Selbstständigen. Weil Adler zum Beispiel bilden keinen Schwarm, sind keine Teamplayer. Tiger bilden keinen Schwarm. Hast du das gehört, sitzt du neben einem Selbstständigen. Woran sonst kannst du das festmachen? Was sagt mehr als 1000 Worte? Ihr wisst es, ein Bild. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich war vor einiger Zeit bei einem CEO eines großen deutschen Konzerns. Ihr kennt den Namen, ihr kennt den Konzern. Ich war 10 Minuten zu früh da. Die Sekretärin führte mich in sein Büro. Er kommt rein. Etwas später sagt Herr Lange, guten Tag. Wir kennen uns ja noch nicht. Ich sage, ich kenne Sie schon. Ja Gott, was so in der Presse steht, vergessen Sie das mal. Nein, ich bin schon 10 Minuten hier. Womit umgeben sich Menschen in ihrem Büro? Einem der intimsten Bereiche, mit Symbolen. Symbolen, griechisch zusammenwerfen. Nichts sagt dir so viel wie das Symbol oder die Symbole, mit denen sich ein Mensch umgibt. Könntest du auf Anhieb 3 Symbole nennen, die dich repräsentieren, mit denen du in Einklang bist, mit denen du in Resonanz bist? Wenn du nicht da wärst, könnte dieses Symbol für dich stehen. Das ist das, was du in Wahrheit repräsentierst und verkaufst als Selbstständiger. Niemand in diesem Raum verkauft ein Produkt. Niemand. Jeder Verkäufer weiß das, er verkauft immer nur sich selbst. Wenn er denn einen selbst hat. Ich komme noch darauf. Kennst du das Produkt, das du verkaufst? Das Produkt hinter dem Produkt? Eine Frau kauft keinen Lippenstift, sie kauft Schönheit Hoffnung. Harley Davidson verkauft keine Motorräder. We sell your dream, the bike is for free. Wie heißt dein Produkt? Ihr wisst, du musst etwas haben, was viele haben wollen, aber nicht können. Und nur wenige können es bieten. Das macht deinen Preis. Wer nichts weiß, redet über den Preis. Wer sein Produkt über den Preis verkaufen muss, hat schon verloren. Weil es gibt 4 Kriterien, nach denen du gehen kannst, wenn du ein Produkt als Selbstständiger anbieten möchtest. Hoffentlich, und das sind ganz wenige, bist du first am Markt. Du kreierst dieses Produkt. Wir haben das Beispiel schon gehört, Tempo zum Beispiel. Wenn du das nicht bist, bist du hoffentlich best. Ja, du hast etwas kopiert, aber du bist vielleicht der oder die Beste. Wenn du das nicht bist, bist du hoffentlich different. Und wenn du auch das nicht bist, dann gibt es nur noch eine Karte, die du ziehen kannst. Du bist schneller als andere, faster. Wie gesagt, wer keines dieser 4 hat, muss über den Preis verkaufen. Aber dann hast du in der Regel schon verloren. Wenn du diese Kriterien jetzt bei dir anwendest, wo siehst du dich? Ich habe euch mal den ganzen Vortrag auf einer Seite vorhin in der Pause aufgeschrieben. Ich werde ja öfter gefragt, weil ich das natürlich auch im Coaching betreibe und Seminare dazu gebe, ja, wie werde ich denn selbstständig sein? Ganz einfach, hier steht alles, mehr brauchst du nicht. Das geht los oben Frage. Das bedeutet, auf welche Frage möchtest du in deinem Business die Antwort sein? Glaub mir,
90% können das nicht beantworten. Auf welche Frage, ganz präzise, bin ich eigentlich die Antwort? Wann immer mir jemand etwas verkaufen möchte, stelle ich exakt diese Frage. Und wehe, der kriegt das nicht mit drei Sätzen hin. Ja, ich schicke Ihnen mal unser Mission Statement und unsere Brüche. Nee, habe ich gar keine Zeit für. Hier steht Noten. Als Selbstständiger machst du deine eigene Musik. Du spielst nicht mehr nach Noten. Das war sehr bequem als Angestellter, aber du bist selbstständig. Ihr könnt das nachher alle gerne fotografieren. Das Buch des Lebens, kennst du das? Du kannst nichts verkaufen, wenn du dich nicht verkaufen kannst. Du hast Ziele im Leben, aber kennst du auch dein Lebensziel? Könntest du sagen, nach den Kapiteln im Buch deines Lebens, das sind die Ziele deines Lebens, die du abgehakt hast, alle Ziele haben Ort, Zeit, Form. Ich bin sicher, du hast viele Ziele. Die sind auch klar messbar, Ort, Zeit, Form. Aber vieles, was im Leben zählt, kann man nicht messen. Und nicht alles, was man messen kann, zählt. Was ist die Wärme des teuren Fünf-Sterne-Hotels von Mauritius gegen zwei warme Kinderärmchen, die sich dir um den Hals legen? Wie heißt der Titel deines Buches? Mein Leben ist gewidmet was? Schau, die meisten haben nicht mal für ihr persönliches Leben oder, nochmal meine Formulierung, für sich selbst einen Titel, wollen aber ein Unternehmen gründen. Ein Unternehmen braucht einen Kontext, einen übergreifenden Handlungsrahmen, overarching purpose, common shared goal im Englischen. Auch diese Frage können viele nicht beantworten. Die kennen die Säulen des Tempels ihres Unternehmens, die Ziele im Unternehmen, aber wie heißt das Unternehmensziel? Streichen Sie das Wort Ziel, ich ersetze gern durch Kontext. Nicht Vision, Vision ist losgelöst vom Machbarkeitsanspruch und viel zu weit weg. Aber der Kontext, das, was die Herzen bewegt. Ziele sind für den Kopf. Aber nur wer die Herzen der Menschen gewonnen hat, braucht sie um die Köpfe nicht zu sorgen. Hier finden wir das Wort Symbol, wir haben es besprochen. Wie schätze ich ein Team ein? Wie schätze ich mich selber ein? Was muss ich tun? Hier steht das Stichwort Sibirien. Ich bin sehr viel auf Reisen, weil am meisten lernt man auf Reisen. Feste Überzeugung. Ich habe bis zu 2 Jahre bei Naturvölkern gelebt, Schamanen, den Heiligen dort in Klöstern. In Sibirien gibt es keine Wege am Baikalsee. Da wurde ich als erstes von einem Schamanen aufgefordert, 300 Meter zu einem Pfahl zu gehen, mit den Händen auf dem Rücken, Augen geschlossen. Flaches Feld. Und dann habe ich ihn gefragt, wozu muss ich, und da hinten hat er mich dann gestoppt. Ich war Stückchen links von diesem Pfahl. Was lernt man daraus? Der Körper kann nicht lügen. Linkshöhendominante Menschen, strukturiert, sehr ordentlich, zahlengläubig, werden, da die linke Hirnhälfte die rechte Körperhälfte monitort, das rechte Bein übertreiben. Die driften mehr nach links. Rechtshöhendominante, intuitive Menschen, schöpferisch, sehr kreativ, werden linke Körperhälfte, linkes Bein übertreiben und driften mehr nach rechts. Wenn ich Teambuilding-Maßnahme mache, ist das die erste Übung, die ich überhaupt mache, weil dann weiß ich genau, wie dieses Team aufgestellt ist. Sie brauchen jemanden auf Fußballplatz, Mittelkreis, ins Tor laufen lassen, Hände auf dem Rücken, Augen zu. Einer muss an der Außenlinie alles stoppen. Sie sehen sofort, warum Herr X mit Frau Y nicht zurechtkommt. Linkshirndominant, rechtshirndominant. Das ist auch für einen persönlich wichtig, weil es ist ganz entscheidend von der Wahrnehmung her, Perception is everything, woher komme ich? In der Art meiner Wahrnehmung. Sicherlich gilt für viele, die sich selbstständig machen, das Thema Angst, Neid und Vergleichen. Das Glück ist tot, ist immer der Vergleich. Der Neid anderer hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Vergleich dich nie mit anderen Menschen, du bist als Unikat gedacht. Viele sterben aber im Vergleich, oh so gut bin ich nie. Und das wichtigste Thema natürlich Angst. Angst, Denke, Angina, derselbe Wortstamm. Angst lähmt. Kreativität und Angst gehen nie zusammen. Liebe und Angst gehen nie zusammen. Wer liebt, ist nicht ängstlich. Wer ängstlich ist, liebt nicht. Und darum ist es wichtig, wie wir mit Angst umgehen.
zum Beispiel auf der Bühne zu stehen. Grundprinzip: Der Weg aus Angst heraus geht immer durch die Angst hindurch. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn du Angst hast, vor Menschen zu sprechen, musst du vor Menschen sprechen. Wenn du Angst hast, vom 10-Meter-Turm zu springen, musst du vom 10er springen. Der Weg aus Angst heraus geht immer durch die Angst hindurch. Wenn du Flugangst hast, musst du den Fluglehrer nehmen, eine kleine Cessna. Ihr fliegt ein paar Steep-Turns, möglichst bumpy die Luft. Du fliegst, hast du nie wieder Angst im Tropengewitter in der 747. Jetzt sagen viele, ja, vielleicht könnte ich noch auf die Bühne gehen und reden zu etwas, was ich besonders gut kann. Sobald ich das Was drauf habe, mache ich das schon. Nee, das Was bedenke wohl, mehr bedenke wie, sagt Goethe. Meine Redetrainings beginnen im Wald. Meine Seminare sind immer road less traveled. Ich bitte die Teilnehmer, eine Viertelstunde durch den Wald zu laufen, wo sie keiner hört, Bäume zuzuquatschen mit einem völlig absurden Thema, die Einführung von U-Booten in die Schweizer Armee zum Beispiel, warum ist das sinnvoll? Und die Aufgabe besteht darin, in dieser Viertelstunde nicht ein einziges Mal aufzuhören zu reden, voll durchreden, völlig egal, was er sagt. Wichtig ist, sich zu erleben, dass er kontinuierlich spricht. Man nennt das assoziatives Denken. Das ist die hohe Kunst des freien Redens. Aus einem gesprochenen Gedanken wird der nächste. Also Angst, wichtiges Thema, kann ich jeden verstehen. Mein erster Auftritt, man braucht immer einen Mentor. Robert Redford ist mein Mentor, weil er mein Celebrity Twin ist. Ich empfehle jedem, sich einen Celebrity Twin zu suchen. Dazu musst du ein bisschen höher greifen, als du selber bist. Aber der muss von der Art des Auftretens, von der Art des Redens irgendwie etwas mit dir zu tun haben. Ich rate dringend jedem, sich so einen Celebrity Twin zu suchen. Und auch in der Art, wie er spricht und was er spricht. Von Robert Redford gibt es zum Beispiel im Pferdeflüstern ein wunderbares Wort, als die Pferdenärrin nach Montana kommt, die Neurotikerin, und sagt, sie waren schwer zu finden, irgendwann gab es keine Hinweisschilder mehr. Achtung, der Satz. Im Leben gibt es Hinweise, die stehen nicht auf Schildern. Weißt du, so ein Satz, wo du musst wirklich einen Moment, wow, ja? Oder in Beggar Bands, so rum. Der Coach, der Golfcoach sagt, die Spiel kannst du nicht gewinnen, die Spiel kannst du nur spielen. Das gilt auch für Speaker. Dieses Spiel hier kannst du nicht gewinnen, das kannst du nur spielen. Glaub mir, wir alle, die wir heute auf der Bühne sind, wir haben ungeheuren Respekt voreinander. Wir können uns differenzieren in den Themen, aber dass wir das machen, dass wir den Mut haben, das zu machen, davor haben wir alle gegenseitig ungeheuren Respekt. Wo ist das Problem bei dem Ganzen? Woher kommt diese Angst? Bygdemuseum Oslo. Dort ist die Kon-Tiki ausgestellt, das Papyrusfloß, mit dem Thor Heyerdahl bewiesen hat, dass man von der südamerikanischen Küste auf die polynesischen Inseln segeln konnte. Und eine wunderbare Aussage von Thor Heyerdahl ist, bevor man das Museum betritt, draußen auf die weiße Wand projiziert. Borders, also Grenzen. I have never seen any, but I know they exist in the minds of some people. Die Grenzen, von denen du glaubst, dass sie dir im Wege stehen, die gibt es gar nicht. Die sind nur in deinem Kopf. Janis Joplin, problems are just inside your head, she said to me. Der einzige Terrorist, den ihr und ich kennen, sitzt zwischen unseren Ohren. Der Mensch ist sich selbst der größte Feind. Niemand steht uns im Weg, nur wir selbst. Es sind unsere Gedanken. Unsere Gedanken umgehen können, sich selber führen können, ist allemal die größte Voraussetzung, um Menschen führen zu können, Kunden führen zu können. Nur dazu ein 3-Tage-Seminar, Täter-Seminar heißt das, das ist das einzig Offene, was ich anbiete, wenn ihr so etwas hier mal fortsetzen wollt, TETA. So, ich habe von einem Lied gesprochen. Es ist wichtig, eine emotionale Schwingung zu erzeugen, je nachdem, wo man in seiner Lebenskurve steht, auch in der beruflichen.
Die erste, als ich diesen Beruf übernahm, ich war vorher sehr erfolgreicher Marketingmanager im großen amerikanischen, großen deutschen Konzern. Noch ein wichtiger Tipp, weil mir das zum Glück gelungen ist. Verabschiede dich immer von dem Spiel, das du vorher gespielt hast, auf dem Höhepunkt. Versuch nicht, in ein neues Spiel einzutreten, nachdem du irgendwo gescheitert bist. Meine Erfahrung, dein Selbstwertgefühl, deine Selbstachtung ist nicht groß genug. Schließ den Kreis bei dem, was du vorher gemacht hast. Und du brauchst einen Mentor. Ich kann hier auch hier die ganze Zeit nur meine persönliche Erfahrung, bitte. Was anderes kann ich nicht authentisch darstellen. Ich hatte so einen und um es vorwegzunehmen, es ist oft eine Zeit von Glück, dem richtigen Zeitpunkt, dem Timing. Also immer wenn ich höre, das hat mir hart erkämpft, dann sage ich mir, das war der falsche Weg. Das Leben will nicht, dass man kämpfen muss. Das ist Unsinn. Wir haben es ja heute schon gehört. Spielerisch muss das gehen. Ein Kind kämpft auch nicht beim Burgenbauen. Es ist spielerisch. Ja, auch ich arbeite schon seit 30 Jahren nicht mehr, weil ich liebe, was ich tue. Das ist auch wichtig. Du musst aufhören zu arbeiten, wenn du selbstständig wirst. Check das Wort Arbeiten im Internet. Du wirst auf Sklaverei stoßen. Wer braucht denn sowas? So. Ich übernehme also, weil der Betreffende, mein Mentor, für ein Jahr nach Indien geht. All seine Kunden, erster Auftrag, BU Kassel. Nie vergessen. Natürlich nicht. An dem Tag des Vortrags ruft er mich an, bist du vorbereitet? Klar, 40 Seiten. Wozu brauchst du das? Ja, ich gehe da jetzt rein. Wenn mir nichts mehr einfällt, gucke ich nach. Und jetzt der entscheidende Satz. Wenn du wissen willst, ob du wirklich gut bist in diesem Beruf, bring diese 40 Seiten zurück ins Auto. Bist du verrückt? Plötzlich stehe ich da, mir fällt nichts mehr ein. Nochmal. Wenn du wirklich wissen willst, ob du gut bist, bring es zurück. All in. Nicht hart erarbeiten. Vollgas. Springen und der Boden wird da sein. Tief durchgeatmet. Alles ins Auto gebracht, davor gestanden. Und weißt du was? In dem Moment war die Angst komplett weg. Du kannst dich nicht mehr festhalten. Die Angst ist weg. Danach war ich so euphorisiert, ich bin, wer das Kassel kennt, Wilhelmshöhe, bis zum Hermann-Denkmal, Achtung, hoch, gelaufen. Gelaufen. Eine Woche später das erste Seminar. 3 Tage Alfa Laval, werde ich auch nie vergessen, warum nicht? Weil ich habe die Leute bis Mitternacht getrieben im Seminar und wollte überhaupt nicht ins Bett. Also wir müssen jetzt mal schlafen. Nee, wir lassen noch weitermachen, wir sind am wichtigen Punkt. Wir schlafen jetzt. So. Und als ich auch das Seminar hinbekommen hatte, habe ich zu mir gesagt, this is it. Das ist dein Spiel. Und dieses Gefühl hält bis zum heutigen Tage an, weil ich zum ersten Mal das Gefühl habe, da fahre ich jetzt nicht gerne hin. Das gucke ich mir einmal an, zweimal, noch dreimal. Und dann ist sofort Schluss. Wenn du etwas lernen willst, was dir in einem neuen Beruf weiterhilft, dann adaptiere es aus etwas, wo du schon einmal reüssiert hast, wo du schon einmal mit etwas völlig Neuem konfrontiert wurdest und wo du wichtige Lektionen übernehmen kannst. Das für mich Wichtigste war die Pilotenausbildung. Ihr kennt diesen Satz oder habt ihn schon mal gehört, Fliegen lernt man beim Fliegen und nicht in der Theorieausbildung. Sprechen übrigens lernt man beim Sprechen. So. Ersten 3 Flugstunden. Du wirst voll und ganz auf Demut programmiert, wusste ich ja nicht. Ja? Der fliegt mit dir in der Wolke, nach 30 Sekunden bist du tot. Weil Spiralsturzflug, du hast kein Gefühl dafür, ob du noch gerade fliegst und dann recovert er die Maschine. Sagt er noch 10 Sekunden, wir wären tot. Guck mal, wo dein künstlicher Horizont steht. Notlandeübung, Brause wieder rein, ich entspannt, ach Gott sei Dank, wieder, zieht er sofort wieder raus. Ja? So. Du schwitzt, du musst 3 Dimensionen einhalten und jetzt erste Lektion vom Fluglehrer. Hör mal, mein Junge, solange ich nicht nervös bin, brauchst du nicht nervös werden. Darum ist der Mentor wichtig. Wir lieben die, die an uns glauben. Zweitwichtige Regel beim Fliegen, lernt jeder Airline-Pilot, never panic.
Niemals Panik, weil dann fällt dir nichts mehr ein. Sondern, wenn die Motoren beide ausfallen, okay, Crash. Du musst innerlich ja sagen, es wird ein Crash, es wird daneben gehen. Hast du mal Hollywood gesehen, wenn Oscarverleihung jemand auf die Bühne kam, völlig zitterig und nervös, und dann haben die das haben die natürlich gelernt, kommt aus der Dose, und dann sagen die zuerst, ach, ich bin so nervös. Weißt du was? Sofort ist die Nervosität weg, weil keiner hat mehr die Erwartung, dass du es nicht bist. Also, never panic. Sullivan, berühmtes Beispiel, sagt nur, we go down in the Hudson. Okay, crash, wir landen im Hudson. Weitere sehr wichtige Regel. Du hast Wetterradar, Magneta, wenn du auf ein Gewitter zufliegst. So, ich sah die erste Zelle, noch weit weg, wir fliegen Gewitter. Ja, ja, okay, fliegen wir weiter. Das wird größer, je näher du kommst. Schon ganz schön nah. Flieg weiter. Wir sahen die schwarze Wand schon aus dem Cockpit, nicht nur auf dem Wetterradar. Ich sage, wir müssen was tun. Flieg weiter. So, und dann kam die Lektion. Erstmal ranfliegen ans Gewitter, dann entscheiden. Weil die ganze Panik, das ganze Zittern ist im Vorfeld. Sobald du auf der Bühne bist, ist überhaupt keine Panik mehr. Danach könnte Stress sein, na, war ich gut genug. Im Moment, wo etwas passiert, jeder kennt das, der mal einen schweren Unfall hatte, im Moment des Crashs bist du sowas von klar. Vorher hast du einen Flash. Ja? Also, just, ist nicht schön, ich formuliere es so, anderes Wort, what the heck, I do it anyway. Ja? Wann immer du Angst spürst, ich mach's trotzdem. Casanova steht da. Das beste Verkaufshandbuch der Welt, Casanova Band 3. Falls ihr es müde seid, noch irgendwelche Verkaufslehrbücher zu lesen. Bringt sowieso nichts. Haben alle dasselbe gelernt, bringt dich nicht nach vorn. Casanova hat nie so gearbeitet wie andere. Der hat einer Frau die Lispelte, ihr Theaterstück, sie war Schauspielerin, komplett umgeschrieben ohne Lispellaut. Sowas bleibt hängen. Der hat nicht die Dinge erwähnt, die andere an ihr toll finden. Er hat über ihre Knöchel geschwärmt. Das hat noch keiner erzählt. Und er würde auch nie sagen, was hast du für hübsche blaue Augen? Wo ist hier die Story? Der würde sagen, in deinen Augen sehe ich meine ungeborenen Kinder. Da geht ein Film ab. Ja? Also, orientieren wir uns nicht immer am Üblichen. Schauen wir auf echte Winner, auf echte Sieger, historisch, weil da kannst du etwas adaptieren, was du so woanders nicht liest. Dann habe ich euch hier hingeschrieben, COS. Robinson Club COS. Meine Tochter Schwimmflügel schwimmen gelernt. Völlig überraschend sagt dieses junge Ding plötzlich, ich gehe schwimmen. Naja, wir lasen, meine Frau und ich, ach, jetzt geht sie wieder schwimmen. Auf einmal, ich panik, sie hat die Schwimmflügel vergessen. Da war die losgelaufen, zum ersten Mal ohne Schwimmflügel und schwamm da rum. Go for it. Ja, schmeiß die Schwimmflügel weg. Der Tag muss kommen. Und du gehst dafür. So eine Liste würde ich mir immer anlegen, wenn du irgendwo einen Vortrag hältst, ein Verkaufsgespräch führst. Denk bitte immer dran, nichts langweilt Menschen so wie das, was sie längst kennen. Kleine Kinder fragen, wenn Oma und Opa zu Besuch kommen, eine sehr gezielte Frage. Habt ihr eine Überraschung für mich? Ich habe eine, für mich das immer wundert, dass im Verkauf nicht nach Checkliste gearbeitet wird. Chirurgen arbeiten nach Checkliste, die gehen sogar in den Flugsimulator der Lufthansa, um das dort zu lernen. Ich habe eine Checkliste für Vertrieb geschrieben. 10 Punkte, funktioniert immer und überall, egal in welcher Branche. Wunder mich immer, dass sie allenfalls die Hälfte kennen. Teil 1 ist, womit überrasche ich heute diesen Kunden? Erfüll niemals die Erwartungen deiner Kunden. Tödliches Geschäft. Übertriff sie immer. Dein Grundgedanke muss sein, womit übertreffe ich heute überraschend die Erwartungen meines Kunden? Also, das erste Lied, was ich immer auf den Lippen hatte, war zwingend zu Beginn dieses neuen Berufes, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.
Als ich über den Wolken fliegen konnte, also fliegen konnte in diesem Beruf, war das nächste Lied Take My Breath Away. Ich wollte nur noch die Aufträge und die Herausforderungen, wie man so sagt, wo einem der Atem stockt. So schön ist das, mit so einem Publikum zu tun zu haben oder mit so wundervollen Kollegen wie hier. Und das Lied, was mich am meisten bewegt, und das möchte ich euch zum Schluss auch zurufen, wenn mir das gelungen ist, diesen Funken bei euch hervorzubringen, dieses Feuer in euch, so keep the fire burning zu initiieren, dass ihr irgendwann sagt, I traveled each and every highway, but most of all, I did it my way. Individuell, jeder an seiner Stelle. Wir sind als Original geboren, leider sterben viele als Kopie. Also, wenn wir diese kleine Mission, unter der ich antrete, beruflich ist das meine Mission, von Gewusst zu Bewusst. Ich habe nie Zweifel daran gehabt, dass Menschen alles schon wissen. Nur, und mir geht es auch so, es ist uns oft nicht bewusst. Da bin ich bei Platon, der sagt, das Höchste, was ein Lehrer erwarten kann, ist Menschen an das zu erinnern, was sie immer schon wussten. Mehr habe ich hier nicht getan. Wenn ein wenig der Funke übersprang, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, dass ich einen Beitrag leisten konnte zu einer Welt, in der ich leben möchte, von bewussten und wirklich zu sich selbst stehenden Menschen. Viel Erfolg für euch. Hier ist noch eine klitzekleine Frage. Lieber Dieter, hast du bei all dem, was du weißt, bei der Weisheit, die du sendest, hast du irgendwo noch so einen kleinen Dieter in dir drin, der Verständnis dafür hat, dass Menschen Schwierigkeiten haben, über diese Grenze drüber zu gehen? Ist der irgendwo noch da drin? Verstehen kriegt immer den Trostpreis. Verstehen kriegt immer den Trostpreis. So etwas in einem Menschen zu leben und ihn als Coach über diese Schwelle zu heben. Darf ich noch eine Geschichte erzählen? Ich liebe das, wenn du Geschichten erzählst. Bitte schön. Darf ja noch eine Geschichte Ende erzählen? Eines Dorfes. Jetzt versteht ihr auch, warum ich eben geschwiegen habe. Ein Dorf am Rande der Welt, am Ende der Welt, wird begrenzt durch eine irrsinnig hohe Mauer. Hin und wieder traut sich jemand, auf die Mauer zu steigen, schaut hinüber, lächelt und springt. Das geht mehrere Male so. Und irgendwann sagen die sich, der muss das Paradies gesehen haben. Und sie beschließen, den Nächsten, der da hochklettert, den ziehen wir zurück. Binden ihm ein Seil ums Bein, der klettert hoch, will gerade springen, sie ziehen ihn zurück und fragen ihn, was hast du gesehen? Und er schweigt. Warum? Weil Worte zerstören, wo sie nicht hingehören. Ja, das musst du erleben, solche Dinge. Ja, es gibt vieles im Leben, das ich erzähle doch hier auch nichts Neues. Wenn du es erlebt hast, das ist immer der Hauptpreis. Glaub mir, Verstehen im Leben kriegt immer, habe ich verstanden. Dann sage ich, ja, Trostpreis. Ich muss euch noch die goldene Regel sagen. Oh, um Gottes Willen, habe ich hier extra hingehen. Die goldene Regel der Selbstständigkeit. Vergesst es nie, das ist die einzige, die ihr einhalten müsst. Es gibt keine goldene Regel. Tschüss. Dieter! Ich könnte dahin schmelzen, ein Philosoph in jedes Wort hineinkriechen, jeden Satz auf der Zunge zergehen lassen, reinschmecken, nachdenken, großartig. So, und Dieter Lange, also wenn du da noch weiter darüber nachdenken möchtest, was das alles für dein Leben bedeutet und vor allem für dein Business, klicke jetzt hier in der Business Factory Masterclass. Gibt es noch so viele geniale Gedankenanregungen, so viele Impulse, so viel Motivation, dass du businessmäßig erfolgreicher wirst. Wow, da jetzt klicken, ich verspreche dir, das ist was für dich.